Audio Post. Geklickt. Gehört. Jeden Tag arbeiten und surfen viele von uns im Internet. Mittlerweile werden in vielen Büros immer häufiger Trainings angeboten, in denen Mitarbeitende gebrieft werden sollen, was Cyberkriminalität angeht. Da wird gezeigt, wie Hackermails getarnt sind und worauf bei den Passwörtern zu achten ist. Immerhin arbeiten viele von uns mit hochsensiblen Daten. Awareness ist das Zauberwort, wenn es um IT-Sicherheit geht. Der IT-Experte Andreas Wiesler ist Inhaber der Firma Go Security und berät Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Wir haben ihn gefragt, ob Cyber Security Awareness nach dem Gießkannenprinzip funktioniert. Ja, beinahe täglich können wir von Security-Vorfällen lesen. Viele haben inzwischen das Gefühl, ich kann ja eh nichts dagegen tun. Daher ist regelmäßige Cyber Security Awareness extrem wichtig. Wie sieht das jetzt mit den Zielgruppen genau aus? Können die auch abteilungsübergreifend sein bei dem Thema? Auch darauf hat unser Experte eine Antwort. Ja, je nach Größe des Unternehmens kann eine Unterteilung absolut Sinn machen. Bei kleineren Unternehmen würde ich aber davon abraten. Jedoch sollte die Geschäftsleitung wie auch die IT zusätzliche vertiefte Awareness erhalten. Und wie wichtig sind praktische Beispiele? Beispiele sind das A und O. Unbedingt auch echte Beispiele zeigen. Beispielsweise bei einem Kunde wurde eingebrochen. Er hat dann das Video allen Mitarbeitern gezeigt. Die haben sich dann gemeldet, das wäre auch hier und hier möglich gewesen. Und so konnte der Kunde nachhaltig die physische Sicherheit erhöhen. Andreas Wiesler spricht von Bewusstsein schaffen. Doch heißt das auch, dass wirklich alle Verständnisfragen erlaubt sein müssen? Ja, alles ist erlaubt. Auch wenn es scheint, es sei eine dumme Frage. Es ist wichtig, dass alle Unklarheiten beseitigt werden. Alle sollen wissen, wie Angriffe funktionieren und wie man sich effektiv davor schützen kann. Cyberkriminalität und Sicherheit im Netz ist wichtig und stetig im Wandel. Andreas Wiesler sagt, mit einmal aufklären ist es nicht getan. Ja, der Mensch ist vergesslich. Schnell holt einem der Alltag wieder ein, Routinen gewinnen die Oberhand. Daher ist es unerlässlich, mindestens 2 bis 4 Awareness-Maßnahmen durchzuführen. Dabei muss es nicht immer eine Schulung sein. Auch ein Video oder eine kurze E-Mail hilft, die Awareness zu erhöhen.